Bevor du das Video anschaust, nimm dir doch bitte die Zeit und abonniere unseren Kanal. Drücke danach die Glocke, damit du immer als erstes über unsere neuen Videos informiert wirst. Honig ist gesund. 6 gesundheitliche Vorteile von Honig. Honig bietet eine Vielzahl von gesundheitlichen Vorteilen, besonders in seiner rohen, unbehandelten Form. Leider ist der größte Teil des Honigs, den wir zu uns nehmen, Honig, der nach dem Sammeln gefiltert und erhitzt wird. Roher Honig ist anders als diese verarbeitete bzw. bearbeitete Variante. Er ist ungefiltert, nicht pasteurisiert und rein. Und nur in dieser Form entfaltet er sein unglaublich gesundes Nährwertprofil. Zusätzlich zu vielen gesunden Nährstoffen, die er liefert, bringt Honig viele gesundheitliche Vorteile mit sich und fördert gleichzeitig die allgemeine Gesundheit. Was aber genau kann Honig für dich und deine Gesundheit tun? Honig wirkt antioxidativ. Roher Honig verfügt über erstaunliche antioxidative Eigenschaften, was auch in vielen Studien bewiesen wurde. Die Antioxidantien werden dir helfen, dein Immunsystem zu stärken und freie Radikale im Körper bekämpfen, was wiederum dazu beiträgt, eine Reihe von unerwünschten Krankheiten zu verhindern. Roher Honig enthält starke Polyphenole, welche bewiesenermaßen die Wahrscheinlichkeit von Krankheiten wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen verringert. Auch die enthaltenen Flavonoide geben deinem Immunsystem einen Boost und helfen dir, gegen bakterielle Krankheiten anzukämpfen. Honig gegen Diabetes. Roher Honig kann auch helfen, das Risiko von Diabetes zu reduzieren und wird sogar zur Behandlung von Diabetes eingesetzt. Gerade wenn du dem Honig noch etwas Zimt hinzufügst, ist es besonders effektiv, da so der Blutzuckerspiegel positiv beeinflusst wird. Er kann ebenfalls den Insulinspiegel und eine Hyperglykämie, bei der die notwendige Regulation des Nährstoffs Glucose gestört ist, senken. Allerdings sollte gerade bei Diabetes der Honigkonsum nicht als Süßigkeitenersatz angesehen werden und nur in Maßen konsumiert werden. Honig gegen Husten. Auch bei der Behandlung von Husten infolge einer Erkältung kann Honig helfen, die Symptome zu lindern. Bereits ein Teelöffel hiervon vor dem Schlafengehen, entweder pur oder in einem Glas Wasser aufgelöst, bitte nicht in den heißen Tee geben, da verliert er seine Wirkung, wird den Husten für die Nacht besänftigen und dir eine ruhigere Nacht bescheren. Bedingt durch seine antibakterielle Wirkung kann er auch vorbeugend eingenommen werden, wenn sich eine Erkältung anbahnt. Honig als natürliche Energiequelle. Honig besteht zum großen Teil aus Zucker, enthält aber auch viele Vitamine und Mineralien. Er versorgt den Körper mit leicht absorbierbarer Energie in Form von Leberglykogen, das zur Aufrechterhaltung des Blutzuckerspiegels dient und den Körper nicht nur mit Energie versorgt, sondern auch das Gehirn auf Trab bringt. Viele Sportler schwören vor dem Training oder einem Wettkampf auf diesen Energiebooster. Honig für eine schöne Haut. Honig kann helfen, die Qualität deiner Haut effektiv zu verbessern und sorgt für einen schönen Teint, wenn er regelmäßig gegessen wird. Er kann innerlich als auch äußerlich dafür angewendet werden. Er kann verdünnt mit Wasser auf Wunden oder Schuppenflechten aufgetragen werden und sollte im besten Fall 30 Minuten oder länger auf den betroffenen Stellen einziehen, bevor er wieder abgewaschen wird. Er kann aber auch gegen Akne und andere Hautprobleme eingesetzt werden. Auch eine Honigkur für das Gesicht kann Wunder bewirken und sorgt für eine weiche Haut und einen strahlenden Teint. Honig für einen gesunden Schlaf. Honig kann auch helfen, dich leichter einschlafen zu lassen. Aber er sorgt auch für einen erholsamen Schlaf, sodass du morgens frisch und entspannt aufwachst. Wenn du vor dem Einschlafen einen Teelöffel Honig zu dir nimmst, wird sich dein Insulinspiegel erhöhen, was wiederum die Produktion von Tryptophan im Gehirn anregt und die Serotoninproduktion fördert, was wiederum für einen gesunden und entspannten Schlaf sorgt. Aber Achtung, auch wenn Honig als eine süße Alternative zum Naschen erscheint, sollte der Konsum nicht übertrieben werden. Es reicht schon ein Teelöffel pro Tag, um die gesundheitlichen Vorteile zu erreichen. Honig sollte Säuglingen bis 12 Monaten nicht verabreicht werden. Und nochmals, verwende ausschließlich hochwertigen Bio-Honig bzw. rohen Honig oder kauf ihn direkt bei einem Imker deines Vertrauens, um wirklich alle Vorteile genießen zu können. Auch wenn das etwas teurer erscheint, sind Medikamente am Ende viel teurer. Bitte bleib gesund! Danke fürs Zusehen!
Wenn dir das Video gefallen hat, dann zeige es doch mit einem Daumen nach oben und teile es mit deinen Freunden. Wir freuen uns auch über deinen Kommentar. Falls du es noch nicht getan hast, abonniere unseren Kanal und drücke danach auf die Glocke, damit du immer sofort die neuesten Tipps und Rezepte erhältst.